Die Landwirtschaftliche Fachschule in Damsig ist nicht nur eine Schule für die bäuerliche Jugend. Neben dem Schwerpunkt im Metall- und Holzbereich sammeln die Schüler auch in der Milchwirtschaft ihre Erfahrungen. Zeitig in der Früh bereiten sich die Kühe auf das Melken vor. So auch in der Landwirtschaftlichen Fachschule Damsig haben die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen ihren wöchentlichen Milchkurs. Wir haben den Schüler Gregor Schneider über seine Erfahrungen und Meinung befragt. Ja, also grundsätzlich fängt der Tag einmal um 4 Uhr in der Früh ungefähr an. Da ist es zum Melken gegeben, das erste Mal am Tag. Eben Melken, ganz normaler Milchablauf mit unserer Reinigung. Eben Melken selber und nachher halt noch hinten nach das Ausmelken. Und ja, ich denke mal, da, bei uns ist die durchschnittliche Milchmenge zwischen 10 und 15 Liter ungefähr. Ein Melkroboter ist eine extreme Arbeitserleichterung für die modernen Landwirten. In einer Schule ist dieser allerdings unvorstellbar, da die Schülerinnen und Schüler das manuelle Melken lernen sollen. So ein Milchroboter ist bezüglich Arbeitsersparnis und generell Arbeit ist ja sicher um einiges besser. Und auch wenn ich jeden Tag sage, ich muss aufstehen und für die Kurse, ich kann Melken gehen, wann sie will. Und der Nachteil ist halt die hohen Kosten und ich weiß nicht, ob sich das für jeden Betrieb rentiert. Also brauchst du schon eine gewisse Größe, dass sie der für die auszahlt. Da wir uns gerade mit einem Schüler unterhalten haben, wollen wir uns die Meinung von direkt einholen. Die Milchwirtschaft hat einen engen Bezug mit der landwirtschaftlichen Fachschule. Ja, die Schule hat einen sehr, sehr großen Bezug zur Milchwirtschaft. Einerseits natürlich im Lehrplan ist die Milchwirtschaft sehr stark verankert. Wir machen das also sowohl theoretisch als auch praktisch im Stall, wo die Milchwirtschaft ja klassisch auch beginnt, mit der Tierzucht in Kombination, aber dann auch die Produktveredelung der Milch in der Käserei. Auch dort spielt die Milchwirtschaft eine große Rolle. Sobald die Kuh gemolken wurde, kommt die Milch in den Milchtank. Von dort wird die Milch 100 Meter weiter in die Milchverarbeitung transportiert. Schülerin Lisa Marie erklärt uns jetzt die vielseitigen Schritte in der Milchverarbeitung. Also die Milch kommt vom Stall in die Milchverarbeitung in den Anlieferungsraum mit dem Milchwagerl. Und danach wird es durch das kleine Fenster mit einem Schlauch in den großen Milchtank befördert. Für die Hygiene wird halt geschaut, dass jeder Gummistiefel anhat, die nur in der Milchverarbeitung getragen werden, gleich wie die weißen Hosen und der Mantel. Das Haarnetz ist auch Pflicht, da keine Haare in die Lebensmittel kommen dürfen. Und bei den Lebensmitteln ist ganz wichtig, dass halt zwischen Stall und Milchverarbeitung halt gescheit trennt ist, damit kein Dreck reinkommt. Also beim Frischkäse, den wir heute produzieren, kommt zuerst einmal die Milch in den Tank, darin wird sie pasteurisiert. Die pasteurisierte Milch kommt dann in den Käsefertiger. Im Käsefertiger kommt dann noch eine Milchsäurekultur und ein Lab dazu. Dann bleibt es einmal stehen. Dann setzt sich oben die Molke ab und unten der Käse. Wenn er dann fertig ist, wird er mit einer Käsehafe in kleinen Bruch geteilt. Und danach nochmal stehen lassen, dass die Molke wieder oben ist. Als nächstes kommen dann Käseförmchen, wo der Käse eingetan wird und dann wird er wieder stehen lassen. Nach 20 Minuten wird er dann das erste Mal gewendet und das passiert dann dreimal. Insbesondere an die Produkte, die wir in der LFS Damsig in der Milchverarbeitung machen, ist, dass wir die selber in der Schule auch zum Frühstück, Abendessen oder zum Mittag kriegen. Nun haben wir uns auf dem Weg zur Verkostung gemacht. Schülerin Lisa Marie wird den zubereiteten Käse und das Joghurt für uns verkosten. Ich mag jeden Käse sehr, sehr gerne, vor allem, wenn er aus der Region kommt und von ehrlichen Bauern bei uns da in der Region produziert worden ist. In diesem Beitrag haben wir erfahren, dass die Landwirtschaftliche Fachschule in Damsig nicht nur im Bereich Holz und Metall die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern auch in der Milchwirtschaft.